Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir in BB. Und jetzt schauen Sie doch einfach mal. Stundenlang habe ich an dieser tollen Tolle rumgemacht, der Elvis-Tolle. Aber ich glaube, die Tolle von Elvis ist nicht so toll geworden. Die Tolle von dem Elvis wahrscheinlich deutlich besser. Nils Straßburg, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Wie lange hast du denn dafür gebraucht? Eigentlich gar nicht. Das ist dein täglich Outfit. Mein täglich Outfit, ja. Zumindest mal im Gesicht und auf den Haaren. Bevor wir mit dir über Elvis sprechen und deine Leidenschaft für diesen großartigen Künstler, sprechen wir jetzt erstmal über kleine Unternehmen in Ehningen, die aber eine große, große Bühne bekommen. Und das in 3 Minuten. 3 Minuten, die Zeit läuft. Elevator Pitch. Das bedeutet, eine Fahrstuhlfahrt lang Zeit, eine Expertenjury von der eigenen Geschäftsidee zu überzeugen. Und Dennis Lenhardt erklärt die Idee von Place Immobilien, einem kleinen Startup aus Ehningen. Der Geschäftssitz ist hier. Nicht ganz die Klischeegarage, aber doch der Keller des Elternhauses, richtig Startup-mäßig. Und was macht Place Immobilien? Wir helfen Leuten, ihre Immobilie zu optimieren. Dabei arbeiten wir hauptsächlich im Bestand. Hauptsächlich Bestandsimmobilien und wollen so nachhaltige Konzepte auch entwickeln und nicht immer wie ein klassischer Projektentwickler alles abreißen und neu bauen, sondern einfach mit dem Bestand arbeiten und das Beste, den besten Nutzen aus der Bestandsimmobilie machen. Das ist schon mal schön kompakt zusammengefasst, reicht aber nicht ganz für den Elevator-Pitch. Wer ist die Zielgruppe? Wie verdient man Geld? Wer in der Firma hat welches Know-how? Da muss deutlich mehr Information rein, schließlich sind die Ziele hoch gesteckt. Wir wollen auf jeden Fall versuchen, uns gut zu präsentieren, was in 3 Minuten schon mal sehr schwer ist, das zu konzentrieren, was wir machen, auf nur 3 Minuten. Und dann natürlich versuchen zu gewinnen. Damit das klappt, wird das komplette Angebot von Startup BW genutzt. Die Organisatoren vom Elevator Pitch bieten nämlich auch ein Coaching für die Teilnehmer an. Florian Schwer erklärt den jungen Gründern gemeinsam mit Vertretern der Wirtschaftssenioren, worauf es ankommt. Es kommt maßgeblich darauf an, authentisch zu sein, authentisch und leidenschaftlich seine Idee rüberzubringen in den 3 Minuten und natürlich auch jede Menge Informationen, relevante Informationen zu dem, was man da vorhat oder schon betreibt, einfach auch ans Publikum, die Jury und alle, die da sind und sich für das Thema interessieren, rüberzubringen. Die Teilnehmer dürfen hier auch Probe pitchen. Wie im Wettbewerb sind 3 Minuten Zeit, dann gibt es Feedback von Konkurrenz und Coach. Also ich habe gemerkt, dass ich noch Luft hatte, noch mehr Themen hätte reinbringen können. Und es war wichtig zu merken, weil wenn es mir am Freitag erst aufgefallen wäre, dann wäre es natürlich zu spät. Auch zu sehen, wie die anderen pitchen, war eine super Erfahrung. Man hat sich schon mal kennengelernt, man konnte sich austauschen. Auch super tolle Geschäftsideen dabei. Und ja, habe vieles mitnehmen können, auch schon von dem Pitch-Training. 3 Tage sind noch Zeit, Verbesserungen einzubauen. Der Pitch wird nochmal genau abgesprochen, dann wird es ernst. Vor dem Pitch ist noch Zeit zum Netzwerken, schließlich laufen hier viele potenzielle Investoren, Kooperationspartner und Kunden rum. Der Höhepunkt aber ist der Pitch selbst. 3 Minuten Zeit für die Präsentation, 3 Minuten Zeit für die Jury, Fragen zu stellen. Und dem Gewinner winkt nicht nur ein Preisgeld. Der Gewinner von heute, der darf am 21. Juni im Landesfinale auftreten. Da küren wir quasi den besten Gründer in Baden-Württemberg. Und nächstes Jahr geht dann die Runde 6 weiter. Also wer heute nicht dabei war, gerne für den nächsten Pitch bewerben. Dennis pitcht souverän. Erklärt Idee, Modell und Strategie, holt am Ende seine Kollegen auf die Bühne. Die Jury ist beeindruckt. Aber die Konkurrenz ist stark. Am Ende reicht es nicht für einen der 3 ersten Plätze. Wir haben viele neue Kontakte kennengelernt. Wir werden uns auch natürlich mit den anderen Startups weiter vernetzen. Und wir haben schon 4 neue Kontaktanfragen oder neue Projektanfragen bekommen. Und deshalb war es für uns auf jeden Fall ein voller Erfolg. Und vielleicht machen wir auch nächstes Jahr wieder mit. Vielleicht reicht es ja dann auch für Platz 1. Ich möchte jetzt einfach mal eine Floskel raushauen. Elvis lebt und zwar ganz genau in Leonberg. Ist es richtig, Nils? Das ist richtig, ja. So. Man kann es dir einfach nicht absprechen. Du bist Elvis Presley-Double, aber nicht irgendeiner, sondern Deutschlands bestes Elvis Presley-Double. Naja, Double ist so eine Sache. Ich habe den Titel als Interpret bekommen. Und das war mir auch wichtig. Also die Optik und sowas spielt da natürlich auch eine Rolle, aber sie ist nicht das Wesentliche bei der Geschichte. Also ich interpretiere Elvis auf meine Art und Weise und ich glaube, deswegen habe ich auch den Erfolg. Also singen und aussehen wie Elvis ist doch was anderes als Dubeln. Was ist da ganz genau der Unterschied? Naja, beim Double ist, glaube ich, erstmal nur die Optik. Ne? Optik, Gestik, Mimik und da ist das Singen, glaube ich, beim Double erstmal gar nicht wichtig, sondern es ist einfach nur ein optisches Double. Dann kann man sagen, ist das ein Gesangsdouble, dann sind wir schnell beim Imitatoren. Ich finde dann,
geht das Wesentliche verloren und das ist die Emotion in der Musik. Weil dann muss ich mich ja darauf konzentrieren, die ganze Zeit meine Bewegungen gleich zu machen wie von Elvis. Also ich bin ich selbst. Auch wenn ich die Klamotte von Elvis trage und wenn ich ihm ähnlich sehe, bin ich selbst auf der Bühne. Es ist Nils auf der Bühne, den man das sieht. Und wie Nils auf der Bühne aussieht, das werden wir natürlich nachher auch noch zeigen. Vorher wird es erstmal sportlich. Nicht nur du hältst dich sportlich fit, auch Sindelfingen hält sich richtig fit. Mach mit, werde fit, heißt es gerade wieder in Sindelfingen. Vom Geräte- und Bodenturnen über Radbahn, Taekwondo und sogar Skifahren ist alles mit dabei, was der Sport in Sindelfingen so zu bieten hat. Das Projekt Sindelfingen in Bewegung gibt es seit 2009. Es wird unter anderem von der Bürgerstiftung organisiert und von der Stadt unterstützt. Wo sonst eine 3,7 Hektar große Wasserfläche zu sehen ist, fließt derzeit nur ein kleines Rinnsal. Das Hochwasserrückhaltebecken am Sulzbach wurde im Winter abgelassen, um Geräte und Rohre warten zu können. Jetzt haben sich Landrat und Presse die Arbeiten angesehen und erklären lassen. Hier können bis zu 710.000 Kubikmeter Wasser gestaut werden. Ein solches Hochwasser kommt statistisch nur alle 100 Jahre vor. Und in Herrenberg wird wieder getrommelt. Die Cajon Plus Workshops letztes Jahr sind so gut angekommen, dass das Team Beteiligung und Engagement eine Neuauflage startet. Ab dem 25. April kümmern sich jeden Mittwochabend zwei Experten darum, den Teilnehmern die Instrumente näher zu bringen. Mitmachen kann jeder, auch ohne Anmeldung. So, ich kann jetzt vielleicht an dieser Stelle ein ganz kleines Geheimnis verraten. Ich bin immer noch ein ganz großer Fan von Elvis Presley. Umso mehr freue ich mich gleich, aus dir alles rauszukitzeln, was den King ausmacht. Das Ganze machen wir und zwar nach der Werbung. Steht das Wasser bis zum Hals? Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Nils Strassburg, bester Elvis-Imitator-Double. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Sag mal, wie ging das Ganze eigentlich bei dir los? Wann hast du die Liebe zu Elvis Presley entdeckt? Das ging sehr früh los. Das war im Alter von 6 Jahren. Also wirklich nur nebenher beim Spielen mit meinem Cousin lief Elvis im Fernsehen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann auch nicht mehr, also ich konnte nicht mehr ablassen. Ich habe meine Eltern gelöchert und die sind noch auf dem Rückweg. Das war aus dem Rheinland. Mussten die dann noch abbiegen, beziehungsweise sind abgebogen. Haben eine Kassette gekauft, damals noch Kassette, und haben dann die Elvis-Kassette reingemacht, weil ich keine Ruhe gegeben habe. Und ab da ging die Leidenschaft los. Ja, warst du dann jemand, der gesagt hat, ich muss jetzt unbedingt ein Musikinstrument lernen und singen lernen? Oder war eher so die Mimik und Gestik im Vordergrund? Das mit dem Singen kam dann eigentlich sehr spät, weil ich hatte dann nie so diesen Antrieb, direkt zu sagen, ich will jetzt Sänger werden, ich wollte Musiker werden. Und habe mal da mein Instrument halt in jungen Jahren erst noch probiert. Und das mit dem Singen und auch das zu sagen, ich mache Elvis-Songs, da habe ich doch sehr, sehr lange Abstand von gehalten, weil die Fußstapfen wirkten für mich zu groß. Er ist natürlich auch ein Riesenkünstler gewesen. Wenn du auf der Bühne stehst, ich weiß, bei Elvis Presley, da waren jetzt die Musiker eher im Hintergrund, obwohl der herausragend gute Musiker hatte für seine damalige Zeit. Ihr seid eher eine gemeinsame Band. Wir sind eine gewachsene Band, aber es ist natürlich so, dass bei Elvis steht im Fokus. Das ist genauso, wie ich jetzt auch da im Fokus stehe. Die Band heißt Roll Agents und wir empfinden es als Band, wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen und entwickeln die Songs so, dass sie im Endeffekt für heute, dass es nach heute klingt und dass es modernen Touch hat. Und daher ist es auch wichtig, dass man das als Bandprojekt betrachtet und ich nicht mit Playbacks auf die Bühne gehe. Ich brauche eine Band, um Musik zu machen. So, wie eine Show von dir aussieht und wie du dich dabei fühlst, da sprechen wir gleich drüber. Nach den Veranstaltungstipps ganz schön was los hier in der Region. Lust auf gutes Essen? Dann sind Sie bei den Heckengäu-Köchen richtig. Die bereiten in der Zehntscheuer in Dagersheim mal wieder ein wahres Schlemmermahl zu. 7 Gänge am Platz mit Service, zu jedem Gang das passende Getränk. Mehr Infos zur Veranstaltung und Vorverkauf auf www.schönbuchheckengäu.de.
geht's noch? Das fragen sich 11 Jugendliche im gleichnamigen Theaterstück. Sie sehen sich mit peinlichen Vätern und nervigen Müttern konfrontiert. Ein Stück aus dem wahren Leben, in dem sich jeder wiederfindet. Das Theaterstück führt die Jugendgruppe 2 der Kunstschule Böblingen insgesamt 7-mal auf. Tickets kosten 8 Euro. Und die Dolfringer Berghexen tanzen schon zum 19. Mal in den Mai. Bei der Eidlinger Walpurgisnacht gibt's wie immer Leckeres vom Grill, Musik zum Tanzen und nach Einbruch der Dämmerung lehren Hexen und Teufel dem Publikum das Fürchten. Nichts wie hin. So, das Erste, was mir aufgefallen ist bei dir, du hast gar keinen Glitzerfummel an, sondern den hast du jetzt hier auf der Puppe. Warum das denn? Naja, ich meine, ich sitze jetzt hier und unterhalte mich mit dir und stehe nicht auf der Bühne. Und das sind die klassischen Bühnenoutfits, die ich auch sehr gerne auf der Bühne trage. Aber wenn ich so mit dir sitze, dann trage ich doch eher. Deutlich bequemer, ne? Natürlich. So. Wie sieht eine Bühnenshow bei dir aus als Elvis? Ist es dann wirklich so mit diesem klassischen Allzusprach Zarathustra am Anfang? Ja, also das ist ein Teil davon. Unsere Show wandelt sich natürlich permanent. Ne? Wir haben aber diesen Part, diesen klassischen Part, wie man kennt, mit Allzusprach Zarathustra, im großen Opener wie CC Rider, That's Alright Mama, die haben wir drin. Ne? Unsere Show besteht immer aus zwei Teilen, beziehungsweise eigentlich drei Teilen. Wir versuchen eine komplette Zeitreise hinzulegen. Und ein Teil davon ist dieser klassische Las Vegas-Auftritt. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt war ja für Elvis Presley seine roten Schweißtücher. Ja. Die Schals, die Seidenschals. Es waren nicht nur rot, die hatten, glaube ich, sämtliche Farben. Auch die habe ich und ist ein sehr, sehr begehrtes Accessoire inzwischen. Also genauso wie der King, der wahre, der echte King, tupfst du dir Schweiß ab und schmeißt in die Menge oder legst es den Frauen nur mal? Ja, die Frauen wollen es und mir macht Spaß. Wann können wir dich eigentlich hier in der Region mal wieder sehen oder wo kann man sich informieren, wann du wo auftreten wirst? Also wir sind jetzt im Sommer, freue ich mich sehr drauf, über viele, viele Open Airs, wo wir unterwegs sind, unter anderem am 21.07. in Cannes. Weitere Termine findet man unter www.roll-agents.de. Haben wir jetzt hier eingeblendet und was ich auch lange geübt habe, das war die Elvis-Lippe. Mach sie mir mal. Einmal shake it baby, shake it. Okay, shake it baby, shake it. Das war's für Wir in BB von heute. Vielen Dank, dass du da warst, Nils Straßburg. Und auf einem deiner Konzerte werde ich auf 100% besuchen, weil nicht nur ich, auch meine Frau sind Riesenfans von Elvis Presley. Nächste Woche eine neue Ausgabe. Bis dahin, tschüss.